3. Dezember 2008 im Festsaal des Rathauses von Oslo. Norwegen unterzeichnet als erstes Land den Vertrag über ein Verbot von Streubomben. Im Saal Diplomaten, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Opfer dieser grausamen Waffen. Fast auf den Tag genau 11 Jahre früher, am 10. Dezember 1997, im gleichen Saal des Rathauses von Oslo. Diplomaten, Vertreter von Organisationen und wiederum Opfer, diesmal einer anderen furchtbaren Waffe. An diesem Dezembertag, eine Woche nach der Unterzeichnung des Verbotes von Antipersonenminen, nahm Thun Kanachet, der in Kambodscha Opfer einer Landmine wurde, im Namen der internationalen Kampagne für ein Verbot von Landminen den Friedensnobelpreis entgegen. Ein und derselbe Ort steht also für zwei große Siege der Zivilgesellschaft gegen die Waffengattungen Streubomben und Antipersonenminen. Antipersonenminen wurden zu Millionen in Gebieten eingesetzt, in denen Zivilisten leben. Da sie nach dem Zweiten Weltkrieg in fast jedem Konflikt auf der ganzen Welt verlegt wurden, haben sie weitreichende Folgen. Hunderttausende Menschen wurden getötet oder verstümmelt, Familien und ganze Dörfer zerstört. Schon alltägliche Dinge wie Wasser holen gehen oder auf den Feldern arbeiten können zur tödlichen Bedrohung werden. Die erste Antwort von humanitären Hilfsorganisationen wie Handicap International war es, die Opfer zu unterstützen, indem Orthopädiewerkstätten und Rehabilitationsmaßnahmen geschaffen wurden. Dadurch können die betroffenen Menschen wieder aufrecht leben und einen Neuanfang starten. Diese Projekte vor Ort, die so nah wie möglich an der betroffenen Bevölkerung stattfinden, werden ergänzt durch Minenräumung und Aufklärung über die Gefahren von Minen. Das Minenproblem ist für Millionen Menschen eine tödliche Bedrohung, auch heute noch, Tag für Tag. Der Kampf gegen diese Waffen musste also auf politischem Wege erfolgen. Ab 1992 kam die Idee eines totalen Verbots auf. Sie wurde zu Beginn von einigen Menschenrechtsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen getragen, die vor Ort waren, darunter Handicap International. Dann kam die Unterstützung der Öffentlichkeit. Weltweit waren es hunderte Nichtregierungsorganisationen und Millionen Bürger, die sich mobilisierten durch Unterzeichnung von Petitionen, Aufrufe an die Politik und Proteste für mehr Opferhilfe. Das Thema hat die öffentliche Meinung aufgerüttelt. Dies ist an den europaweiten Schuhpyramiden zu sehen, die symbolisch für all diejenigen Menschen stehen, die weltweit getötet oder verstümmelt wurden. Je pense à tous ces gosses qu'on voit mutilés. Enfin, dans nos pays, on fabrique ce type de matériel que je trouve absolument scandaleux, enfin qui ne respecte pas la personne humaine. Il n'y a rien de plus immonde que les mines antipersonnelles, vu que ça reste après un conflit. Donc même quand les gens ont décidé de se réconcilier, ce qui n'est pas facile, et que tout le monde a fait un geste pour se serrer la main, ça reste. Selbst die Jüngsten, also Kinder und Jugendliche, zeigen Interesse an diesem Drama und werden von der Debatte so mitgerissen, dass sie ihre Meinung als Bürger über diese Waffe abgeben. Les mines, des petits objets comme un peu comme des bombes qui sont sur ou en dessous de la terre et quand quelqu'un marche dessus, ça le tue ou ça le mutile. Et moi, je trouve ça vraiment dégoûtant, les mines. Il faudrait convaincre tous les pays à signer le traité. Et il faudrait que ceux qui signent le traité, qu'ils détruisent tout leur stock de mines, qu'ils arrêtent d'en fabriquer et puis que toute la planète elle soit en paix. Je crois qu'il y a une part de rébellion importante chez Titoff, comme chez les enfants de son âge, qui est de dire c'est pas juste, le monde des adultes nous dirige. Et quand on est enfant, à cet âge-là, à 10 ans, on a envie de changer le monde, on croit qu'on peut faire plein de choses. Et il y a une part de,
de rébellion, on n'accepte pas forcément le monde tel qu'il est. Et on se dit, bon, ben, je crois que les enfants qui étaient là aujourd'hui, s'ils avaient les moyens financiers, ils prendraient l'avion pour aller exiger les présidents qui signent la charte pour le désarmement. Et je trouve que ça, c'est une force qu'on a à cet âge-là et qui est dommage de perdre plus tard. Sepp, der Zeichner von Titeuf, und Raymond Aubrac sind zwei der bekannten Persönlichkeiten, die ihre Bekanntheit für dieses bürgerliche Engagement genutzt haben. Raymond Aubrac, ehemaliger Widerstandskämpfer, hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Minenräumung in Frankreich geleitet. Dans l'ensemble de la trajectoire de Handicap International, ce qui me frappe, c'est que cette organisation non gouvernementale, partie d'un petit noyau d'hommes et de femmes soucieux d'aide humanitaire, est arrivée à mobiliser suffisamment l'opinion en France et dans d'autres pays. Je pense que c'est important de faire comprendre aux jeunes le poids, la force de l'opinion publique quand il s'agit de mobiliser les hommes, les femmes, même les enfants, contre une injustice majeure. Auch verschiedene Künstler trugen ihren Teil zu der Kampagne für ein Verbot von Landminen bei, etwa durch 10 Kurzfilme, die in der ganzen Welt gezeigt werden. Titel der Reihe: Massaker im Rampenlicht. Eko, buche bei zwei Minen auf dich. Sascha, da jemi jenu Minu. Da. Mischo. Du warnes Kretin. Diese Mobilisierung der öffentlichen Meinung legitimiert die Arbeit der Organisationen, denen es gelungen ist, die Diskussion in internationale politische Kreise zu tragen. Nach 5 Jahren der Verhandlungen wird der Vertrag über ein Verbot von Antipersonenminen 1997 endlich von 122 Ländern im kanadischen Ottawa unterzeichnet. Einige Tage später wird das bürgerliche Engagement, das bisher einmalig ist, in Oslo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Dieser Sieg ist ein Etappensieg. Der Vertrag verbietet die Herstellung, den Handel, die Lagerung und den Einsatz von Antipersonenminen. Doch die Versorgung der Opfer, die Aufklärung der betroffenen Völker über die Gefahren von Minen und die Minenräumung sind noch nicht ausreichend in den Vertragszielen der Unterzeichnerländer verankert. Organisationen wie Handicap International engagieren sich weiterhin dafür, dass den Opfern geholfen wird. Der Einsatz für die betroffenen Menschen hat Chris, Minenräumer und selbst Opfer einer Antipersonenmine, dazu getrieben, Marathon zu laufen. I run to raise the issue of anti-personnel mines and also the issue of handicap. I was blown up a year ago. I chose to go and clear landmines for a charity. I was unlucky. There was a mine with a small amount of metal below metal detector range. It was the first mine my deminers had ever missed, and I always said if they miss one, I want to be the first to know about it. And I was, so I can't complain. But many people in mined areas have no choice. I chose to go there. These people have no choice. It's home. I've seen people digging and trying to farm in minefields because they have nowhere else to go. And they say, when you ask them to stop so that we can clear the mines for them, they say, we have no choice. We starve or we dig. Die Beschäftigung mit den Problemen der Bevölkerungen in Konfliktgebieten hat schnell Licht auf eine andere Katastrophe geworfen, Streubomben. Sie wurden seit dem Konflikt in Südasien in den 60er Jahren in großen Mengen eingesetzt und wirken genauso grausam wie Landminen. Vor allem in Laos, wo heute, also 40 Jahre nach dem Ende des Konfliktes, immer noch spielende Kinder diese tödliche Munition vorfinden. Laos ist bei weitem nicht der einzige Ort auf dem Planeten, wo Zivilisten mit diesen Waffen leben müssen.
Afghanistan, Irak, Libanon, Kosovo, etwa 30 Länder und Regionen der Welt sind mit diesen Kriegsresten verseucht. Streubomben werden aus Flugzeugen abgeworfen oder aus Granaten abgefeuert. Der Behälter öffnet sich und die darin enthaltenen Submunitionen verteilen sich auf dem Gefechtsfeld, aber auch auf anliegenden Wohnsiedlungen. Obwohl sie eigentlich während eines Krieges direkt beim Aufprall explodieren sollten, funktionieren mindestens 5-30% der Submunitionen nicht richtig und bleiben aktiv, auch noch nach dem Konflikt. Okay, we're dealing with a BLU-97, it's a cluster bomb. It was dropped by NATO forces. What happened because of the condition of this ground, you can see it's pretty soft. You'll probably find that a lot of these cluster bombs didn't detonate on impact of the ground. So this whole area is probably contaminated with unexploded cluster bombs. What are you going to do now? Okay, once again, we're going to have to destroy this bomblet in situation. The slightest movement of this bomblet could cause it to explode. Wie bei Antipersonenminen hat sich die Mobilisierung der Organisationen nicht nur auf die Aktivitäten vor Ort beschränkt. Handicap International hat im Jahr 2003 die Kampagne für das Verbot von Streubomben mitbegründet. 700.000 Menschen haben die Petition gegen diese Waffen unterzeichnet und damit eine Diskussion in der Politik hervorgerufen. Mit Unterstützung von Staaten wie Norwegen begannen dann die Verhandlungen. Die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen während dieser Konferenzen war es vor allem, die Rechte der betroffenen Bevölkerungen und ihre Standpunkte zu vertreten. Die Stimmen der Opfer sind während der verschiedenen Phasen präsent. Ihre Aussagen halten den Politikern die Folgen dieser Waffen vor Augen. So werden aus den Zahlen und anonymen Statistiken reale Gesichter, denen sich die Politiker gegenübersehen und anhand derer sie ihre Entscheidungen treffen müssen. Branislav Kapitanovic war einer dieser Vertreter der Opfer von Streubomben. Er verlor seine Beine und beide Hände bei einer Explosion. Branislav hat am ganzen Prozess teilgenommen, der zu der Unterzeichnung des Vertrags in Oslo im Dezember 2008 führte. Pa to je izuzetno važno, prvo što sam ja povređen od tog oružja, drugo što znam koliko je to oružje opasno zato što sam radio, a treće zato što sam se toliko borio kroz ovaj proces i svu sam svoju energiju usmerio da dođemo do toga konačnog sporazuma i na kraju smo uspeli i zbog toga sam jedan od najsrećnijih ljudi iz tih razloga. Donc suite à la tragédie libanaise, les bombardements massifs de bombes à sous-munitions sur le sud Liban, eh bien les Norvégiens ont dit stop. Et ils ont lancé ce processus en février 2007, c'était avant-hier. Et ça, c'est la magie de la nouvelle diplomatie. Cette alliance entre un pays et quelques pays amis déterminés sur un objectif précis, cette alliance avec une société civile bien organisée, structurée, sur le modèle du traité d'Ottawa. Well, I think one thing about this campaign is that it's been knowledge-based civil society. It's been a question of not only doing the lobbying in the streets, getting the public mobilization, getting the media on board, and Handicap International and other organizations around the world have been crucial for that sort of political, public mobilization. But this knowledge-based civil society of working directly with the diplomats, getting the data, getting the information, being rigorous and putting it down on paper so people can say, well, here's the evidence, we've got to ban these things. We care, we concern about the real life of the human being. We care about the voiceless of the people who are suffering, who are wounded by cluster munition. For me, always I fix the finger like this. I ask them, please look to me. I injury by antipersonal landmine. Please look to my friend. They got wounded by a cluster bombs. Please ban it. Destroy it. Don't use it. And
looking back to our wounded, give more help, give more support, and give hopes and good future to them. Alle 90 Minuten wird ein Mensch auf der Welt von einer Mine oder Munition aus einer Streubombe getötet oder verletzt. Mobilisiert euch gemeinsam mit Handicap International, damit diese Opfer niemals vergessen werden.